4 hoch minus 1 minus 3 hoch minus 1, das Ganze hoch minus 1 ist gleich zu einer dieser 5 Antworten. 4 hoch minus 1 ist dasselbe wie 1 geteilt durch 4 hoch 1, also ein Viertel. Und 3 hoch minus 1, das ist 1 geteilt durch 3 hoch 1, also ein Drittel. Um diese Brüche zu subtrahieren, machen wir sie gleichnamig. Der gemeinsame Nenner ist 12. Hier haben wir unten und oben mit 3 multipliziert und hier haben wir unten und oben mit 4 multipliziert. Und somit erhalten wir 3 minus 4 Zwölftel, also minus 1 Zwölftel. Minus 1 Zwölftel hoch minus 1, das ist 12 geteilt durch minus 1, also minus 12. Und somit ist Antwort A die richtige.